Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded. So, ich habe mal in die Map geguckt. Die Karte sagt, ich wollte mal noch ein Superschip holen für Burke. Und laut der Karte ist hier noch ein Superschip. Ich hatte mir das gemarkert gehabt. Und das würde bedeuten, das wäre an dem Tisch. Und dann habe ich den mal von hier ausgespäht. Da ist so eine Art Burg oben drauf. Und ich gehe stark davon aus, da ist der Chip. So, und das Ziel ist, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Ich möchte eine Zipline bauen. Also ich möchte dahin aufbrechen, den Chip holen. Aber für den Rückweg möchte ich eine Zipline bauen. Vorzugsweise, ja, da sind immer so Bienen immer wieder. Vorzugsweise hier ein bisschen weiter links an der Ecke vom Tisch. Vielleicht so Dose, Teller ungefähr. Und die Zipline soll hier dann wieder enden. Halt, damit man schneller zurückkommt. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt ja zwei Optionen, wie man da hochkommt. Das eine wäre hochbauen. Ich glaube nicht, dass wir den Tisch irgendwo hochgeklettert kommen. Und das andere ist diese Hake. Ich weiß nicht, ob das eine Hake ist. Auf jeden Fall steht es so schräg. Weiß ich nicht. Müsste man gucken. Ich würde das erstmal begutachten und mich dann darüber arbeiten. Notfalls dann doch hochbauen. Aber erstmal möchte ich mit euch hier das wunderschöne Podest. Das ist natürlich nur provisorisch. Das wird später noch ein bisschen verschönert. Aber das möchte ich erstmal schnell fertigstellen. Ich habe schon die ganzen Materialien hier. Also es dauert nicht so lange, das Bauen. Aber das würde ich schon gerne mit euch gemeinsam machen. So. Oh, mir fehlen zwei Gras. Wieso fehlen mir denn... Okay, das hatte ich abgezählt. Diebstahl. Wir wurden beklaut. Ist er runtergefallen hier irgendwie? Weil ich habe so eine Lose hier hingelegt. Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall möchten wir hier ja die Zipline bauen. Warte mal, wo war die denn? Hier. So, und die soll Richtung... Wir können hier später noch ein bisschen drehen, notfalls. Aber... Doch, ja. Ja, nicht ganz, ne? Ist ein bisschen Richtung Honigtopf. Vielleicht doch eher ein bisschen mehr. So. Das sieht doch gut aus. Oh, einmal schnell fertig gebaut. 6 Stängel brauchen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die nehmen wir einmal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und dann haben wir die Zipline schon mal. Ich hoffe, wir schaffen das diese Folge noch da hoch. Ich würde zumindest gerne zum Chip kommen. Das hatte ich mir zumindest so weit vorgenommen. Und es gibt noch was Neues. Ich habe ein bisschen angezeichnet. Das werden wir natürlich heute nicht bauen. Ich musste hier tatsächlich so verbleiben. Ich habe keine andere Lösung gefunden. Weiß ich nicht, ob wir das vielleicht später nochmal abändern. Auf jeden Fall müssen wir nochmal einen Schluck trinken. Müssen wir einmal hier den Herd plündern. Hier nehmen wir aber nur eine Box mit. So, und ich musste noch feststellen, ich bin eine ziemliche Schlampe. Das habe ich alles nicht untersucht. Ich hänge mit den Analysen sehr weit hinterher. Da müssen wir demnächst auch mal beigehen. Das war ein bisschen mehr analysieren. Und hier habe ich eine Vorratsbox. So, wir haben einmal Kleeblätter, Stängel. Damit wir uns ein Zelt machen können für den Spawnpunkt, falls uns was passiert. Proviant, man lernt dazu. Seil, falls wir doch was bauen müssen. Messer, Bogen, Pfeile, ein Schild, Bratwumms. Wir haben ja an der Mauer dazugelernt. Kann ja sein, dass da ein Weg versperrt ist, den wir sprengen können. Oder eine Tür oder irgendwas. Fackeln und ein Speer. Weil ich nicht weiß, was auf uns zukommt, wir gehen nochmal zur Sniperbox. Ja, und holen uns... Ah, jetzt komme ich hier nicht hoch, weil ich so fett bin. So, und dann holen wir uns hier nochmal ein paar Stinkerpfeile. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann sollten wir eigentlich für alles gewappnet sein. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon mal auf den Weg. Jo. Da ist die Spinne gerade ein bisschen unterwegs. Das heißt, wir gehen links. Aber da kommt Gewässer, denn da sind so eine ekelhaften Blutsauger. Die haben mich das letzte Mal, als ich hier abgeholzt habe, auf den letzten Tropfen ausgesogen. Und
Also laut Scan-Vorgang soll die Axt bei denen helfen. Mir hat sie tatsächlich nicht geholfen. Achso, warte mal. Einen Moment. Wir brechen hier schon wieder auf. So. Das war doch schon mal viel wert. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen besser blocken. Ich habe ja die Schild gebaut. Ich habe es noch nicht einmal ausprobiert. Oh, nein. Nein. Euch wollte ich meiden. Und ich kann in der Third Person nicht campen. Oh, jetzt haben wir hier noch einen Kampf. Mit so einem Moskito. Und ich komme nicht ran. Okay, der muss runterkommen. Der muss zu uns kommen. Jetzt bin ich dran. Blutsauger, du Verfluchter. Du Schrecken des Sommers. Okay, ich kann das Schild gedrückt halten. Ich dachte mal, ich muss einen bestimmten Punkt abwarten. Ah, das ist ja praktisch. Ja, das hatte ich nämlich letztes Mal nicht mit. Da hatte ich wesentlich mehr Probleme. Eventuell habe ich im Eifer des Gefechts jetzt den Überblick verloren, wo ich eigentlich bin. Wir müssen nach da. Ich mache mir mal einen neuen Wegpunkt. Direkt zum Tisch. Aha. Folgt mir, Männers. Ich kenne den Weg. Ich habe ein Navi. War das eine Larve? So fürs Ambiente laufen wir in der Third Person. Kämpfen muss ich allerdings in der First Person. Ich hätte jetzt schwören können, dass ich hier eine Larve oder sowas gehört habe. Aber dem scheint nicht so. Oh, wir gehen hier mal hoch. Und folgen dem Stein ein bisschen. Ich denke mal, hier oben sind wir wesentlich sicherer, als wenn wir jetzt unten unterwegs sind. So, ein kleiner Sprung hier rüber. Ach. Gönnen wir den jungen Mann eine kleine Schonung. Wer weiß, was auf ihn noch zukommt. It's no lemon crime, but it's better than nothing. So, da haben wir den... Oh, Gottes Willen. Da haben wir den Tisch. Having a little peep. I see you. Ich habe mit Bienen tatsächlich noch keine Erfahrung gesammelt. Ich weiß nicht, ob das ist wie bei den Ameisen, dass die da Kriegerbienen haben, die total sauer auf mich sind, wenn ich nicht wie die angezogen bin. Oder ob wir, ob die mir generell feindlich sind oder vielleicht sogar friedlich. Oh, sie sind neutral, das ist ja schön. Die Schwächen, hacken, frisch, schlitzen. Gegen Hammer sind sie resistent und die Augen sind die Schwachpunkte. Eine edle Kreatur, die fast den ganzen Hof nach Nektar absucht und am Picknickstisch lebt. Trägt Pollen und kann beim Tod Bienenpelz und Bienenstachel fallen lassen. Und den Bienenstachel, den brauchen wir ja, wenn wir eine Wandhalterung machen wollen. Für unsere Zipline. Wollen wir aber nicht, also... Vorerst würde ich mit denen vielleicht koexistieren wollen. Oder ich rotte die alle aus, denn ich bin ein Mensch. Nein, Koexistenz wäre schon ganz gut. Zumal da oben ist ja scheinbar deren Nest oder so. Auf jeden Fall Essensreste, die sind da zumindest angelockt. Und ich denke mal, das sind vielleicht zu viele zum Kämpfen. Du hast entdeckt schiefe Schaufel. Eine Schaufel? Vielleicht, wenn wir einen Hammer bauen, können wir den abbauen? Sprengsatz. Warte mal. Den habe ich. Meine Wenigkeit hat... Oh, ich glaub's ja nicht. Ich bin sogar richtig...
Eine schwarze Ameise? Sind wir Freunde? Ich bin rot. Okay, wir sind Freunde. Oh, mein Freund. Ich glaub's ja nicht. Ich bin richtig vorbereitet. Ist auf der anderen Seite auch eine? Weil ich hab nur eine. Okay, den nicht. Vielleicht, dass wir nochmal einen kleinen Hammer bauen müssen, um den abzubauen. Okay, und der auch nicht. Na, vielleicht müssen wir uns nochmal einen Hammer machen. Und den... Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Klar, Moment. Wie war das? Ja, genau. Nein, der... Oh, ich dachte, der wollte... Alter, da wäre ich fast erschlagen worden. Für Marmor reicht... Ah, ich kann den Insektenhammer machen, aber ich habe ihn tatsächlich noch nicht gebaut. Okay. Das war leichter, als ich dachte. So wie es aussieht, brauchen wir diesmal auch kein Behelfsgerüst, ne? Wir dürfen jetzt hier nur nicht mehr runterfallen. Ja, doch ein paar Meter hoch. Zentimeter. Und eine Bananenschale. Kann ich da Essen von abschlagen? Ne, zeigt mir auch nichts an. Ein Stufe 3 Hammer. Oh, tja, den habe ich nicht. Und Stufe... Axt. Axt. Das ist eine Axt. Das ist ein Hammer. Auch Stufe 3. Ich habe ja nicht mal den 2 gemacht bis jetzt. Was ist das denn? Kaugummi? Ist ja ekelhaft. Oh, eine Krähenfeder. Die nehmen wir mit. Die brauche ich in meiner Sammlung. Ich weiß nicht wofür, weil ich immer zu faul bin, die Sachen zu analysieren, aber ich brauch's. Da muss ich aber auch tatsächlich öfter beigehen. Ich muss mehr Sachen analysieren, damit ich mal bessere Waffen kriege, bessere Rüstung. Vielleicht einen größeren Rucksack, das wäre auch cool. Kriege ich hier noch einen Sack? Ja, na wunderbar. Da haben wir noch ein bisschen Nahrung zu uns genommen. Das ist ein Nagel, ein Löffel. Komme ich hier hoch? Okay, hier ist nichts weiter. Wenn ich es schaffen könnte, irgendwie auf diese Kühlbox zu kommen, könnte ich ja an diesen einen Kaugummi ran, ne? Über diesen Stäbchen da. Der da rausguckt. Wo ist er? Wo ist er? Oh, kann ich von hier gar nicht sehen. Okay. Auf zum Tisch! Oh, das ist ja jetzt doof, ne? Hier komme ich ja gar nicht rüber. Hm, da müssen wir doch noch bauen. Was ist denn das? Let's see what's around here. Ist das nicht so ein Teil von der Zipline? Keep that pointy death spear away from me. Hm, sind wir Freunde? Na sicher. Warte mal, die Zipline, wo? Da. Oh, hier ist nur ein Sandkasten oder sowas. Das ist ja praktisch. Oh, jetzt habe ich ja gar kein... Ich habe gar kein Seidenseil mit. Ich habe ja gar kein Seidenseil eingepackt. Das heißt, ich kann ja auch zu meiner Basis nichts bauen. Also spannend. Oh, aber ich kann sie sehen. Da, die zwei Türme. Sieht ziemlich mickrig aus von hier hinten. Da müssen wir dran arbeiten. Okay, also ich muss zwei Ziplines machen. Einmal brauche ich hierfür... Reicht das, wenn ich Seidenseile mache, damit ich hier die spannen kann? Und dann müssen wir noch eine bauen für darüber. So, aber erstmal brauchen wir Baumaterial, damit wir auf den Tisch kommen. Oh, ich wollte heute nicht trödeln. Ich wollte... Oh nein. So ein Bombardierkäfer. Ich wollte heute zügig zusehen, dass ich den Chip noch kriege. Das wäre mir ganz lieb gewesen.
Der sieht mich nicht. Ich bin gar nicht hier. Ich bin nur ein einsamer Holzfäller auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und Stängel. Jetzt sehe ich den nicht. Ja gut. Aua. Das war ein bisschen hoch. Ich habe vergessen, dass ich die Pustblume gar nicht ziehen kann, weil ich die Hände voll habe. Oh. Schleppen wir uns die einmal hoch. Jetzt natürlich die Frage, kann ich rein theoretisch hier ein Fundament überhaupt draufsetzen, damit ich hier einen Steg oder eine Treppe bauen kann? Wo haben wir denn das Fundament? Da. Aber selbstredend nicht. Da hinten kann ich nicht ansetzen, ne? Na gut. Dann würde ich mich aber gerne so in der Nähe des Buches, der Zipline, so hocharbeiten. Hochschlafen geht ja leider nicht. So, ich denke mal, wenn wir hier ungefähr hochgehen, sollte das passen. Ich brauche nur zwei. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Rasen holen. Oh, oh. Da ist jemand, den ich nicht treffen möchte. Nicht, weil wir keine Chance gegen den haben. Den machen wir locker platt. Ich möchte nur keine Zeit verlieren. Ich möchte ja den Schiff haben. So, erstmal verwüsten wir hier alles, weil wir sauer sind. Scheiße. Nie funktioniert das. Alle Pläne gehen nie auf. Oh nein. Oh nein. Ging das an mich? Oh ja. Wenn du Stress machst, mach ich dich fertig. Ich möchte ganz in Ruhe deinen Garten verwüsten. Okay. Oh, ich bin voll reingesprungen. 100% Inkompetenz. In dein Gesicht. Er versteckt sich hinter Blättern. Warum kann ich nicht... Oh, ich habe keine Ausdauer. Das macht Sinn. Das Schild ist ja mega gut. Oh, das tat weh. Oh, warte mal. Ups. Das schneide ich raus. Okay. Oh. Ich bin immer noch nicht heile. Aua! Das war ja Link. Das hast du jetzt davon. Reicht eine Bandage? Soll ich vorsichtshalber nochmal eine nehmen? Machen wir gleich, ne? Erstmal verwüsten wir diesen Scheißgarten hier. Was ich an Grounded so toll finde, es ist ein total entspanntes Spiel. Ich komme da richtig gut runter bei. Aber es ist auch spannend. Also entspannt und trotzdem spannend. Und es ist auch mega schön gemacht. Bis auf der Kaugummi, das ist widerlich. Aber sonst ist es mega schön gemacht. So, was brauchen wir denn, wenn wir jetzt hier ein... Wir wollen ein Dings herstellen hier. Ein Palettendings, ne? Palettenlager. So, dafür brauchen wir... Ach, Seil. Ich bin so gut. Trockengras und... Steine. Steine kriegen wir an eine Schaufel. Trockengras haben wir hier vorne. Das machen wir gleich mal weg. Sieht sowieso nicht so schön aus im Garten, ne? So vertrocknete Stellen. Das war doch eine Larve. Hier ist doch irgendein Tier in der Nähe. Also ein gemeines Tier. Eins, was schlimmer ist als der Bombardierkäfer.
Der ist halt wirklich nicht schlimm. Wieso, dass er immer gereizt ist? Das ist schlimm. So, 5 Steine brauchen wir. 2, 3. 3. Da ich jetzt keinen Hammer habe und auch ungern einen herstellen möchte, ich brauche ja nur noch 2 Steine. Ah. Kann man den Marmor eigentlich auch sprengen? Obwohl, ich habe ja die Möglichkeit, einen Insektenhammer zu bauen. Ich muss das halt echt mal in Angriff nehmen, ne? Wo ist meine... Ach, da ist meine Baustelle. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbärchen. So, das nehmen wir alles mit. Wer weiß, wie viel wir brauchen. Ich finde das immer total schlimm, wenn man so ein Lied im Kopf hat und man weiß nicht ein einziges Wort aus dem Text. So. Jetzt haben wir schon gleich voll. Dann nehmen wir noch mal ein paar Stängel mit, oder? Oder nehmen wir noch mehr Rasen in der Hand? So auf die Kralle? Wir können ja so einen Mix machen, ne? So ein paar Stängel, bisschen was auf die Kralle von den Platten. Ist der voll oder passt da noch was drauf? Der ist voll, oder? Voll. Gut, Stängel. 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 Machen wir 4 und 4. Grasplanken. Grasplanken. So. Dann nehmen wir uns den ganzen Kram mal mit nach oben. Und dann gucken wir mal, dass wir uns da noch hochgebaut bekommen. Ich darf hier nicht runterfallen. Ich kann ja jetzt gar nicht meine Pustenblume benutzen. Ich müsste mir auch wieder eine neue holen. Würde sich ja gerade anbieten, ne? Zu steil, zu steil, zu steil. Okay. So. Oh, hoppala. Ja. So. Dann gehen wir einmal ins Inventory. Die können wir wegschmeißen, die brauchen wir nicht mehr. Und den können wir auch wegschmeißen und holen ihn dann wieder. Einfach ein Statement setzen. Achso, und ausstatten, ne? Und Zubehör. Wunderbärchen. So. Irgendwie habe ich... Achso, ich habe ja jetzt nochmal anderen Rasen. So. 1, 2, 1. So, 4 und 4. 4 mal 4 sind nicht 8. Wupp. Aber ich hoffe, dass die Menge an Material, was wir jetzt besorgt haben, auch reicht, um uns da hochzubauen. Erfahrungsgemäß bin ich skeptisch. So, das legen wir erstmal hier hin. Und dann brauchen wir eine Treppe. Treppe, 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 Treppe. Da. Da, so. Und jede Treppe braucht ein Stängel. Und jede Treppe braucht... Hier. Planken. Nicht unterstützt. Und wenn ich den hier, kann ich den da einfach... Ja, das... Ach, das wird schon. So, wir müssen noch etwas bauen. Bevor ich das vergesse, das ist so ziemlich das Wichtigste, was wir überhaupt bauen müssen. Aber ich weiß nicht wo. Da. So, dann können wir uns hier nämlich schlafen legen. Scheinbar wird das ein längeres Unterfangen.
Ah, jetzt muss ich echt jedes Mal ein Fundament machen. Ob das vom Winkel passt? So, dann brauchen wir wieder zwei Stängel. Oh, jetzt haben wir nur noch zwei. Treppe. Ja. 1, 2, 3, 4. Und ein Stängel. Ich werde tatsächlich gleich nochmal Stängel holen müssen. Es geht leider nicht so auf, wie ich mir das erhofft habe. Das werde ich irgendwann im Laufe des Spiels natürlich nochmal verschönern. Also es bleibt nicht so. Kannst du ja nicht so lassen. Ist ja mal angenommen, wir sind hier nicht oft, ne? Aber das kannst du nicht so lassen. So eine... Nee, also das... Nehmen wir mal... Ach, wenn ich den mitnehme, kann ich wieder meinen Dings nicht nehmen, ne? Meine Pusteblume. Nein, nein, nein. Verdammt, jetzt ist er weg. Gut. Wir versuchen es nochmal. Oh. Einmal runter. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja haufenweise Stängel hier. Wir haben Rasen überall. Wir kommen zurecht. Das Einzige ist jetzt dadurch, dass die Nacht reinbricht. Ich weiß ja nicht, was hier unterwegs ist. Also so eine Goldspinne beispielsweise, der möchte ich halt nicht begegnen. Und ich weiß ja nicht, ob es hier in dem Garten, in der Ecke, nicht noch schlimmere Tiere gibt als die Wolfsspinne. Hm. Mehr Rasen. Wir brauchen Material. Okay, jetzt ist schon voll. Wir behalten die zwei Platten, nehmen hier unten nochmal ein paar Stängel auf. Ja. Ach, kann ich jetzt nicht, weil ich die Dings in der Hand habe, ne? Kann ich dich hier draufstellen? Ja, passt. So, den auch noch. So. Dann gehen wir nochmal nach oben. Und sollte diese Ladung, diese Lieferung, die wir jetzt hochbringen, Material nicht reichen, machen wir einen Cut und dann sammle ich erstmal alles zusammen, was wir brauchen. So. Den können wir schon mal da hinstellen. Ja, jetzt kann ich den auch so versetzt, ohne dass hier eine Treppe ist, setzen. Wird nicht unterstützt. Ja. Haben wir noch was Kleineres, was nicht so viele Stängel braucht? Nee. Rein theoretisch nicht. Okay. Oh, au, ah, ich humpel ein bisschen. Hab mir den Knöchel verstaucht. Oh, wir brauchen Gras. So, eine können wir noch draufsetzen. Und dann haben wir auch schon wieder keine Stängel mehr. Also es wird nicht reichen. Das bauen wir noch eben hier fertig. Und dann ich hol mal noch ein bisschen Material, ne?
So, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Und ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal Material holen. Und dann schalte ich euch morgen, gehen wir morgen die Sache hier nochmal an, dass wir die Treppe fertig machen und da oben das untersuchen. Oh, das ärgert mich total. Oh Gott. Oh, habe ich mich erschrocken. Boah. Kannst du nicht machen? Ey, mir hätte sonst was passieren können. Ah, cool, die schlafen. Having a little peep. Das ist ja genial. Au! Au! Warum? Was habe ich. Was ist das? Warum? Geronimo! Oh nein, oh nein. Ich bin ins Loch gefallen. Jagt er mich noch? Was war denn jetzt sein Problem? Meine Palette ist noch oben. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis dann, macht's gut. Ciao.